Klimaaktionstag hat eine inzwischen schon 5 Jahre alte Tradition, glaube ich. Er findet statt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Das ist also europaweit eine Mobilitätswoche, wo es um nachhaltige Mobilität geht, wo man die Menschen überzeugen will, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und jetzt ist es das zweite Jahr, dass es in der Langenstraße stattfindet und eine autofreie Aktionsmeile und Spiel- und Musikmeile den Bürgern bereitgestellt wird. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre, wie im letzten Jahr wieder. Die Straße ist autofrei, die Leute flanieren, die Bürger nehmen einfach Besitz von der Straße. Das ist ein schönes Bild, was sich hier gibt. Genau, hinterm Rücken führen, mit der anderen Hand hinterm Rücken. Fast, fast, fast. Jetzt langsam nach vorne drehen wieder. Bravo! Also wir sind vom Interkulturellen Garten, wir sind hier, weil wir sehr viel in Richtung Umweltschutz, Umweltbildung auch machen und Klima ist natürlich ein Thema da auch und wir wollten halt verschiedene Formen präsentieren, wie man im Garten ohne Strom Essen herstellen kann, erwärmen kann, erhitzen kann, verschiedene Methoden und die auch eigentlich alle CO2-frei sind. Also better make your mind up that you love me too, cause you're gonna marry, you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo. Wir sind hier das Eine Welt-Landesnetzwerk und hier ist gerade die Kampagne Stadt des fairen Handels ganz aktiv. Die Stadt will sich ja auch für sozialverträgliche Beschaffung einsetzen. Also ob das nun im Alltag ist, so für Kaffee, den man jeden Tag in der Kaffeepause trinkt oder halt auch bei der Beschaffung von fairen Pflastersteinen, auf dem wir hier gerade sitzen. Da versucht die Stadt sich gerade einzusetzen. If I die young.